So, guten Tag. Hallöchen. Herzlich willkommen zum Expertenpointer. Überraschung. Ihr wisst, was ihr eingeschaltet habt. Also kommen wir gleich zur Sache, weil wir das so gut können. Ja, Rote-Bete-Pulver. Ja. Erster Gedanke, Ja, also Rote-Bete polarisiert natürlich total. Ne? Also der eine liebt es und der andere hasst es. So ein bisschen dazwischen geht eigentlich nicht. Ja. Also von daher natürlich für den Rote-Bete-Liebhaber, weil es schmeckt nach Rote-Bete. Also oh. Es ist jetzt nicht so, dass es nicht mehr nach Rote-Bete schmeckt. Aber Rote-Bete-Pulver schmeckt nach Rote-Bete. Ja, hört sich komisch an, ist aber so. Hört sich ganz komisch an. Richtig komisch an. Naja, also eigentlich haben wir ein Pendant gesucht zu unserem blauen Spirulina-Pulver, um natürlich zu färben. Und was kam uns da als erstes irgendwie in den Sinn? Rote-Bete-Pulver. Ja. Und das tut es auch, also es färbt halt super. Rote-Bete färbt ja sowieso, man weiß es, wenn man Rote-Bete schneidet oder so, dann hat irgendwie rote Finger und alles wird irgendwie rot. Ja. Ist halt einfach getrocknete Rote-Bete, pulverisiert, kann man in Smoothies machen. Viele Sportler trinken das, bevor sie Sport machen, weil irgendwie vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren gab es da so eine Studie, die gesagt hat, wenn man vorm Sport Rote-Bete-Saft trinkt, ist der Sauerstoffhaushalt im Körper, also das Herz nimmt nicht so viel Sauerstoff weg, also man hat mehr Ausdauer. Ja, so. Ja. Sagte diese Studie. Ja. Also wir machen es viele Sportler oder trinken es auch viele Sportler oder machen sich das in Smoothies, in Bowls, Müsli, whatever. Aber du kannst es halt einfach auch zum natürlichen Färben nehmen. Also vielleicht so ein halber Rainbow Cake mit unserem blauen Spirulina. Ja, perfekt. Dann sind wir ausgestattet auf jeden Fall. Vielleicht kommen ja noch andere natürliche Färbemittel ins Sortiment. Ja, wir suchen auf jeden Fall, genau, weil das natürlich irgendwie cool ist, wenn man damit backen kann, auch für Kiddies halt, ne? Ja, ja. Und dann nicht diese künstlichen Farbtropfen reinmachen muss. Ja, ja, ja. Die stehen ja irgendwie auf bunt und das ist jetzt auf jeden Fall Farbe Nummer 2. Sehr cool. Und enthält nebenbei natürlich auch viel Folsäure, viel Eisen, ne? Also rote Beete. Also auch Einheiten von der roten Beete noch auf jeden Fall, obwohl es in Pulverform ist. Genau. Und auch ein weiteres Produkt, das sich in unser Biosortiment einordnen lässt. Jawohl. Ja. Mega gut. Ja. 500 Gramm ist auch ausreichend. Also Pulver 500 Gramm ist echt viel, da kommst du echt weit mit. Ja, total. Ja, deswegen wird es pink bei uns. Frohes Färben. Frohes Färben, meine Lieben. Tschüss. Au revoir.